gleich flippst du aus. Rate mal, wen ich gerade mit einer sehr kleinen Tüte aus dem Geschäft hab kommen sehen. Oh mein Gott. Also das ist für dich. Warte, warte, wir üben noch ein bisschen deinen Ich-bin-überrascht-Blick. Ich frag mich, willst du meine Frau werden? Augen weiter auf. Du meinst mich? Die gute Nachricht ist, dir bleibt noch Zeit zum Üben. Es sind Ohrringe. Ja, damit deine Ohren schön warm bleiben, solange ich in Dublin bin. Dieses Jahr ist ein Schaltjahr. In Irland darf die Frau dem Mann am 29. Februar einen Antrag machen. Dad, ich fahre nicht nach Dublin. Oh mein Gott! Ich will nicht sterben, ohne verlobt zu sein! Ladies and Gentlemen, wir werden nach Cardiff in Wales umgeleitet. Wales? Hallo, ich brauche ein Taxi nach Dublin. Ich bin Ihr Mann, Mrs. Ich fahre Sie nach Dublin. Danke. Ich mache meinem Freund am 29. einen Heiratsantrag. Ja? Ja, nämlich. Ich dachte, Das ist das Bescheuertste, was ich je gehört habe. Dieses Frühjahr. Hallo Kühe, los, bewegt euch. Ich bin wirklich beeindruckt, wenn ich jetzt höre, dass Sie fließend Kuh sprechen. Wird das Mädchen, das immer alles unter Kontrolle hat, herausfinden, was passiert. Sie haben mein Blackberry gegrillt. Und Sie das komplette Dorf. Wenn alles durcheinander kommt. Oh, halt! Stopp! Mein Auto. Mein Taxi. Ich habe ein Zimmer. Sie sind doch verheiratet, oder? Sie sind Mr. und Mrs. Okay. Brady. Wundervoll. Ich freue mich so auf dich. Du kannst dir nicht vorstellen, was ich durchgemacht habe. Durch den Vorhang kann man alles sehen. Kann man? Kann man? Nicht gucken. Ihr seid jung, verheiratet, verliebt. Gebt euch einen Kuss. Sei ein Mann. Küss die Kleine. Ja, das ist ein Kuss. Just say yes. Just say there's nothing holding you back. Tut mir schrecklich leid. Anna. Ja? Anna! Willst du meine Frau werden? This was all I wanted.